Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Drehbuchautor. In unserem Podcast geht es um alle Arten des Storytellings, vom Film über Serie, Videospiele, Themenparks, VR-Attraktionen und alles, wo eben eine Geschichtsstruktur genutzt wird. In der heutigen Episode zu Gast Drehbuchautoren Stefan Greitemeier und Drehbuchautor Dennis Kunitsch. Und viel Spaß dabei. Genau, drei Männer und ein Baby. Genau. Oder zwei Babys. Das muss ja immer eine Steigerung sein, ne? Drei Männer und drei Babys oder so. Ja, wer sind wir? Was machen wir hier? Wir sprechen über Kinder. Dennis, Stefan und ich. Hallo. Hi. Hi. So, die Windeln. Wir hatten letztes Mal mit den Windeln angefangen, ne? Was man so ab 3 Jahre benutzen sollte. Tatsächlich. Das kann. Hatten wir das? Ja, das kann gut sein. Ich rede über nichts anderes als mein Kind momentan. Mein gesamtes Leben. Und deswegen warst du ja auch nicht bei uns wahrscheinlich, ne? Ganz genau, deswegen konnte ich euch nicht begleiten auf das Seriencamp, obwohl es ja eigentlich um die Ecke ist von meiner alten Hood. Und es glaube ich das erste Mal jetzt in Köln gewesen, ne? Vorher war es in München. Ganz genau, die ist nach Köln gezogen. War einer von euch auf der Veranstaltung, als sie noch in München war? Nee. Ich nie. Nee, ich auch nie. Also Seriencamp war ja auch, das gibt es glaube ich jetzt seit 7 oder 8 Jahren, bin mir nicht ganz sicher. Und es war auch erst nur ein Festival. Also die haben erst nur Serien gezeigt. Also die Conference kam wohl erst in den letzten 2, 3 Jahren irgendwie dazu, weil da wohl der Bedarf irgendwie war. Also okay, so, ich das mitgekriegt habe. Und deswegen ist es, was für uns da ein bisschen relevanter ist, ist auch noch gar nicht so alt. Das ist im Konzept. Und das heißt, ihr wart jetzt auch beide zum ersten Mal bei der Veranstaltung? Ja. Ja. Gut. Ja, das war und genau. Wie war es insgesamt? Empfehlenswert auf jeden Fall fürs nächste Jahr? Ja, würde ich sagen. Ja. Ja, vor allem bei der Location. Ah, die war schön. Okay. Ja. Ein tolles Kino, ein bisschen, ich würde jetzt sagen, ein bisschen außerhalb Kölns, aber ich weiß nicht. Ehrenfeld ist doch nicht außerhalb. Nee, das ist mitten in Ehrenfeld. Okay, Sinnenober. Nur weil ich es nicht kannte, habe ich es mir jetzt außerhalb vorgestellt. Okay. Köln-Ehrenfeld und war nur, oder war das auch dann die Veranstaltung? Waren die alle in dem Kino oder gab es auch noch so Konferenzräume und sowas? Also die Konferenzen, also die Panels und die Diskussionen und die Impulsvorträge waren alle im Kino, also es hat 3 Säle und die ersten beiden wurden mit sowas bespielt, also auch parallel. Und die hatten aber nebenan gibt es noch so ein Lokal, ein großes mit Biergarten und da gibt es so ein kleines Bahnhäuschen. Und jedenfalls in diesem Lokal und dem Bahnhäuschen, das war der Campus. Und da gab es eben Workshops und noch so Vertiefungen, wo man sich anmelden konnte, wegen begrenzter Platzanzahl. Und es war auch wirklich sehr klein, dieses Bahnhäuschen. Mhm. Super. Was hat der Eintritt gekostet? Ihr wart jetzt, war das 3 oder 4 Tage? Wie lange ging das Ganze? Ich glaube, das ging das die ganze Woche. Ich meine, für mich war das Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Oder hatten die am Montag schon angefangen? Nee, das Seriencamp hat eigentlich offiziell Dienstagabends hatten sie eine Eröffnungsfeier, glaube ich. Also da war ich auch noch nicht da. Ich bin erst Mittwoch früh da gewesen. Und es ging bis Freitag, genau. Tagsüber Conference und dann eben abends ab 18 Uhr dann die Screenings. Mhm. Die alten Kino. Bitte? Was hat es gekostet? Wir müssen wir online gucken, weil ich hatte gesagt, ich bin Stefan Greitemeier und die haben mich komplett reingelassen. Ah ja, Gerhard war das wahrscheinlich. Ja, das ist schön. Kannst nächstes Mal wieder machen. Einfach rasieren. Kein Mensch weiß, wie ich ohne Bart aussehe. Nee, für die Early Birds Tickets hatten damals 200 gekostet und dann ging das eben immer so rauf bis kurz vorher auf 400 Euro, glaube ich, 399. Bin mir aber nicht ganz sicher, weil ich auch eine Akkreditierung bekommen habe als Writer, weil ich da auch in so einem Pitchpool mit drin war. Und genau, was hast du getan? Was hast du gemacht? Genau, ich habe, die hatten so ein Pitching, sind so eine Pitching-Veranstaltung mit 3 Wettbewerben. Einmal den Co-Production-Pitch, dann zweitens den Writers-Vision-Pitch und drittens, glaube ich, so ein Doku-Pitch. Mhm. Und ich habe für diesen Writers-Vision-Pitch ein Konzept eingereicht und bin dann in so eine kleinere Auswahl gekommen, die online präsent ist, die nicht live pitchen darf. 8 Projekte durften dort live pitchen pro Wettbewerb. Mhm. Und dann noch so 10, 12 andere waren eben noch online einsehbar. Das ist so, also
wenn man es fies sagen will, ist es der Trostpreis. Auf der anderen Seite Okay. war die Akkreditierung umsonst und man hat sich vernetzen können, wenn man das gut gemacht hat. Also auf jeden Fall hat sich's gelohnt. Das ist schön, das ist schön. Und was waren die Unterschiede zwischen diesen drei Pitchen-Wettbewerben? Ich gehe davon aus, dass der Co-Pro-Bereich wahrscheinlich dafür war, wenn du schon eine Produktionsgesellschaft hattest, aber noch eben Genau. Produktionspartner suchtest. Ganz genau. Richtig. Okay. Die Doku-Pitches habe ich nicht gesehen, die waren nämlich erst freitags. Ich bin den Donnerstagabend gefahren wieder, also weiß ich nicht, wie es am Freitag war, aber das war beim Co-Production-Pitch so und beim Writer's Vision waren es meistens die Autoren, aber auch schon mal ein Produzent mit dabei. Den Genau. Co-Production Pitch hat witzigerweise eine Kollegin von mir Ja, gewonnen aus ja. Seal Eyes, Georgia Fotou, Genau. eine Griechin, die da mit Babython hat sie da wohl den ersten Platz gemacht. Genau. Was sehr schön ist, das war das Projekt, das sie auch in Seal Eyes entwickelt hatte und an dem sie jetzt auch schon seit, glaube ich, 4 oder 5 Jahren arbeitet. Ach schön, das ist ja auch ein bisschen eine Genugtuung dann. Und anscheinend Total, klappt das total. ganz gut mit dem, dass man da gewinnt, weil ich habe sie ja danach beobachtet, beziehungsweise war oft in ihrer Nähe, wenn sie mal wieder ein Meeting hatte mit Warner, mit Sky, das geht dann ruckzuck. Die waren, also die Okay. Produzentin und sie waren ja durchgehend immer, dass jemand irgendwie an den gezogen hat und einen Termin geklärt hat. Das klappt Okay, wohl. das ist schön. Ja. Das ist schön. Das müssen wir nochmal weiter beobachten, aber wird sie wahrscheinlich auch dann publizieren, Genau. ob da was raus wird, weil das ist ja eins meiner Probleme mit dem Serial Ice Programm, so gut es ist, dass tatsächlich bislang sehr wenige von den entwickelten Projekten überhaupt gemacht worden sind. Ah, Deswegen finde ich okay. sehr schön, wenn das von Georgia das zweite wäre, das tatsächlich das Licht der Welt erblickte. Ja, das ist aber ein generelles Problem. Das hat man auch Ja. gemerkt auf der kompletten Konferenz, dass Ja. die originalen Stoffe einfach eben nur die zweite Geige spielen. Und irgendwo feststecken dann, ne? Ja, also Was sind ja. die, was spielt die erste Geige? Natürlich IPs. Also es wird auch nicht mehr so drumherum geredet oder blumig irgendwie erklärt, sondern es ist ziemlich deutlich, dass IPs einfach der Gamechanger sind. King sind. Ja, total. Und Und auch sag mal und Beispiele. Woran hast du das gesehen? Also was wurde besonders hoch gehypt oder war das nur das, was in den ganzen Konferenzen gesagt wurde? es war eher das, was sie vorgestellt haben an Projekten. Also da war eigentlich so gut wie alles basierte auf einem Roman oder auf irgendwas anderem oder auf dem Original aus Belgien oder dem Original aus Frankreich oder es war eine neue Staffel, wie kommen wir nachher vielleicht noch drauf, wie von der Charité eine neue Staffel. So lachst du. Aber die einzigen großen Projekte, die da wirklich den Unterschied gemacht haben, das waren alles eben IP-Projekte. Also, Ja. wenn ich jetzt Das stimmt, also. überlege, ich will da jetzt auch nicht irgendwie irgendwas unter den Teppich kehren, nur weil ich mir das jetzt nicht einfällt, aber das war eben so der Eindruck. Aber man fragt sich immer, die IPs, die man dann kopiert, das davor war ja ein Original. Wie passiert das dann? Ne? Das Belgische, das Französische, das Amerikanische. Da muss ja auch jemand die Entscheidung getroffen haben, das Original mal zu machen, damit es dann von anderen Ja, es gibt bearbeitet wird. dynamischere Märkte und für Deutschland ist es vor allem die Niederlande. Die Niederlande sind ein Markt, wo tatsächlich noch relativ viel ausprobiert wird. Ich glaube, zumindest im Bereich von Shows, 60 bis 70% von allen Shows, die in Deutschland laufen, basieren auf niederländischen Originalen. Deswegen haben die da eine Tradition, die da ein bisschen mehr in die Vollen geht. Skandinavien, glaube ich, ist auch viel buchbasiert, obwohl sie jetzt da eben vor ein paar Jahren mit Jordskål etc. hatten sie auch, nachdem sich Nordic Noir einmal als Genre durchgesetzt hat, haben sie da auch mehr selber entwickelt. Aber die Deutschen sind da eben sehr, sehr vorsichtig und ich weiß nicht genau, was die so die letzten wirklich originalen Stoffe waren. Die meisten dann auch so aus dem Underground kommen. Ich glaube, dieses Counter, wobei das da gab es, glaube ich, auch ein niederländisches Original, auf dem das so basierte, stimmt. Ja. Ja, da gibt es sehr wenig und wenn, dann kommt es eben aus Leuten, die, also auch nicht von irgendwelchen Autoren mit guten Ideen, sondern von Leuten, die auch da ganz stark vernetzt sind, entweder von Regisseuren oder von Produzenten. Das sind die beiden Möglichkeiten. Ja, das klingt nach dem deutschen Markt. Ja, ich glaube, es gibt auch keinen Wettbewerb, der sich ganz konkret an neue Talente oder neuen Ideen widmet. Aber da könnt ihr mich korrigieren, wenn ich mich da irren sollte. Oh, das ist immer so ein Teil davon, ne? Da werden die aufgerufen, schickt mal eure Ideen und dann ist es einfach nur zur Belustigung, habe ich das Gefühl.
Na, ich habe ja gelernt, dass originale Ideen mittlerweile auch nur noch untested material genannt werden. Ah, okay. Ja. Ja, das gibt natürlich schon einen, wie sagt man, einen Denkrahmen vor, wie du das Ganze dann betrachtest. Ja, es hat halt große Vorteile. Es ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen teurer, weil du musst eben eine Original-IP kaufen. Israel ist ja da auch ganz, ganz groß. Die machen viel Originales, was Ja. ja auch dann unheimlich viel verkaufen. Früher vor allem im Bereich von Thriller, jetzt mittlerweile auch viel Comedy tatsächlich. Aha. Da gab es, glaube ich, auch ein paar Beispiele auf dem Seriencamp. Aber ja, alle anderen, bei allen anderen ist, sozusagen scheut man das Risiko. Man scheut nicht das Geld, weil Geld ist da. Deutschland ist finanziell sehr gut ausgestattet, die Sender und die Filmförderung und so weiter. Woran es wirklich mangelt, sind Leute, die einmal einen eigenen Geschmack haben und es vor allem wagen, den Kopf für etwas hinzuhalten, was eben ein nicht getestetes Material ist. Ich schlage vor, bei so nächsten Festivals gehen wir mit dem T-Shirt Untested Material rum. Das klingt dann, als Dann wissen die Leute ob sofort. du selber radioaktiv wärst. Genau. Aber es wäre ein guter Titel für eine Serie. Ja. Ja, wo es genau um sowas geht, genau. Ganz genau. Was ich ganz gut fand beim Festival war eben, vieles lief gleichzeitig, aber immer so leicht zeitversetzt, sodass wenn man irgendwo drin war und plötzlich merkte nach 15 Minuten, das ist nicht mein Thema, konnte man in Ruhe rübergehen, weil das nächste so 30 Minuten später. Also dieses Zeitversetzte war sehr angenehm. Oh ja, das ist wirklich gut gemacht. Was war denn zum Beispiel etwas, wo du festgestellt hast, oh, das ist nicht mein Thema und dann schnell das weitergesucht hast? Das saß mal zusammen drin. Das war so ein, ich weiß gar nicht, wie hieß das denn, wo die Regisseure erzählt haben, dass eigentlich sie die Original Series Runner Ach nee, sind. ah ja. Ja, so genau haben sie es nicht Da gesagt. Also es seid war. ihr unter Protest gegangen. Ja, Okay, gut. es hieß irgendwie irgendwas mit Showrunner im Titel. Und dann Genau. saßen da eben die Regisseure. Das war gut. Und Ja, sagten, das das ist. früher, ne, war das ganz anders. Da hatten die Writer nichts zu sagen. So klang das für mich, der Die gute Subtext. alte Ja. Zeit. Die gute Ja, Zeit, genau. nee. Das ist tatsächlich etwas, was mich auch sehr aufregt. Das hatte ich neulich auch, also liest man jetzt immer wieder auch bei DWDL und so, dass sich tatsächlich entweder die Producerin, Redakteurin oder die Regisseure eben auch sofort direkt als Showrunner bezeichnen. Also ich glaube, ich weiß nicht, wer der letzte wirkliche Autor oder Autorin war, die diesen Titel bekommen hat. Na, das Maximum, was man, glaube ich, raushauen kann, ist, dass man im Gespann gleich mit einem Regisseur reinkommt, wie das ja bei der Greif wohl der Fall war. Und dann tatsächlich die beiden sich den Showrunner-Titel teilen. Aber ansonsten werden Autoren nach wie vor so ausgebootet, an den Rand gedrängt, als wenn es ihre originale Idee war. Ja, da fürchte ich, das scheint, ist kein großer Bedarf, in den Machtstrukturen, das irgendwie zu ändern. Der DDV, formerly known as VDD, hat ja jetzt vor kurzem noch so ein Manifest oder irgend so ein Positionspapier veröffentlicht, in dem die ganzen Begriffe nochmal geklärt werden und wer was genau sein soll und dass man das irgendwie eben einheitlich benutzen soll, weil du sagst, weil jeder sich gerne den als Showrunner bezeichnet, ob es jetzt ein Regisseur ist oder ein Produzent. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, aber das verlinkt der Konstantin bestimmt in den Shownotes. Genau, ob Bestimmt. sie das durchsetzt, ist natürlich noch mal die Frage, ne? Weil wir haben Richtig. natürlich auch der Drehbuchverband hat nicht die Macht, wie in den USA durch einen Streik das Ganze zu beenden, weil dann die Regisseure sagen, ach, ich schreibe mein Material selber, müssen wir noch weniger Ja. Leute bezahlen. Ja, das war auch ein großes Thema. Müssen wir noch weniger Leute bezahlen? Aber die große KI-Angst ging ja auf dem ganzen Festival umher. Es gab kein Panel, wo das nicht irgendwie so halbwegs erwähnt wurde. Und dann bin ich auf was aufmerksam gemacht worden, und zwar auf einen Nostradamus-Report, von dem ich merkwürdigerweise noch nichts gehört habe, der aber seit 10 Jahren immer so zum Cannes Filmfestival irgendwie veröffentlicht wird und so den Status quo der Film- und Serienschaffenden ein bisschen beleuchtet. Und die Frau, die das gemacht hat, die war super interessant. Man kann sich diesen Report auch von der Universität Göteborg downloaden, einfach Nostradamus Report 2023 eingeben und dann kriegt man das Ding. Und was sie da gesagt hat, war hochinteressant. Also gerade im Zug von KI wurde da eben so analysiert, dass sich die Spreu vom Weizen noch ein bisschen mehr trennt, also der Content von der Quality.
Also wenn man eben nur Content schaffen will und keine Qualität, dass sich dass es da kein Graubereich mehr gibt, sondern dass da dass sich das eher so ein bisschen teilt und man sich wirklich entscheiden muss, in welche Richtung man gehen will. Wenn man nur in den Content-Bereich gehen will und generisches Material wieder und wieder reproduziert, dann wird man eben mit sinkenden Abonnementzahlen wie bei Netflix oder so konfrontiert werden, früher oder später. Nur hoffentlich. Oder? Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ein Genre, das das immer mal gemacht hat schon, ist die Daily Soap. Also weil auch aufgrund der Masse hast du keine andere Wahl, als irgendwann zur Wiederholung zu greifen. Und die laufen trotzdem. Das ist dieses Lean-Back-Fernsehen, die Sokos auch funktionieren. Du hast eine Struktur, die funktioniert, die lässt du dann durchlaufen. Das heißt, das könnte, glaube ich, sehr gut von KI auch fabriziert werden. Und da gab es Und noch wird ein auch anderes. bleiben. Die werden den wahrscheinlich nicht weglaufen. Das ist halt auch ist wie eine bestimmte Art von Musik, ne? Wie Fahrstuhlmusik. Viele Leute mögen halt bestimmte Genres, Schlager haben oder Volksmusik eigentlich noch viel mehr haben diese Tendenz, dass eben etwas ist, das an das auch der Konsument keinen hohen Anspruch stellt. Und das kann eben auf diese Weise auch technisch hergestellt werden. Ja, Radio hören sozusagen. Ich höre alles, Ja. was im Radio kommt. Genau. Ich muss ganz kurz euch verlassen, weil meine Tochter endlich eingeschlafen ist und ich muss jetzt aus ihrer Krippe in ihr Bett bugsieren. Also aus dem Kinderstall. Viel Also Erfolg. ich dachte, wir Geht wollten einen mir zwang. Freudestanz machen, weil es Danke. geklappt hat. Bitte? Ja. Ich dachte, er macht jetzt einen Freudestanz, deswegen muss er Früher sidesteppen. oder später schlafen die immer ein. Früher oder später, genau. Sollen wir jetzt flüstern, weil die Kleine Ja, schläft? ich würde schon sagen, es wäre ein bisschen Rücksicht. Ja. Könntest du sagen, was der Unterschied zwischen den beiden Festivals, also das Berlin TV Series Ding und dem Seriencamp ist? Gibt es da einen Unterschied oder was sind die ähnlichsten Sachen zwischen den beiden? Habe ich heute dran gedacht, wo denn da die Unterschiede so ein bisschen sind. Und Berlin hat sich immer so ein bisschen als Boutique-Festival irgendwie verkauft, weißt du, also ein bisschen kleiner oder ein bisschen besonderer, wie auch immer. Also nicht als großes Ding, sondern eben als so eben ein sehr besonderes Programm. Aber mit Corona kann man das irgendwie schwer vergleichen. Also das letzte Mal, als ich das erste Mal in Berlin war, 2019, ich glaube, das ist so das Einzige, das man mit dem, was wir dieses Jahr gesehen haben, vergleichen kann. Und an Sitzplätzen, was hatten wir da? Das war eine Bestuhlung von 60 oder so in den beiden jeweils in diesen Konferenzräumen. Und es lief auch nicht viel parallel, sondern es lief eben immer nur ein Programm und es fand in diesem Raum statt. Wenn nicht, dann gehst du halt raus auf die Terrasse oder raus in die Küche oder in die Bar oder so weiter. Und ja, es war also 2019 jedenfalls noch so ein bisschen kleineres Ambiente. Wir waren ja letztes Jahr beide 2022 dort. Das war zwar ein größeres Ambiente, aber so von den Leuten her war auch nicht so viel Nee, das geboten. stimmt. Also ist einfach. Ich habe jetzt gehört, auf dem Seriencamp, das eben in Köln wohl auch noch ein bisschen größer geworden ist, waren allein für die Conference so um die 700 Leute akkreditiert. Wow. Ja. Mit welcher Veranstaltung habt ihr das jetzt verglichen? Mit dem Berlin Series Festival, das ja auch immer jetzt so im Sommer ist, das ist jetzt im Juli. Also Genau, dieses. das kommt. Da werde ich übrigens pitchen. Ach. Werde ich dann auf der Bühne auch sein. Und das erwähnst du jetzt Genau, zuerst on endlich air, mal wieder. okay. Guck, jetzt Bitte? Das bin ein erwähnst Jahr du nicht jetzt erst dabei, dann on hätte ich das air? jetzt gesehen. Schön. Was hast du gesagt, Konstantin? Das erwähnst du jetzt on air und wir wissen Ja, nichts ja, ja. davon? Ja. Genau, hab ich irgendwie letzte Woche hab ich erfahren, dass ich da sein werde. Deswegen ganz, ganz, ganz frisch auf jeden Fall. Schön, sehr gut. Ja, bin ich auch mal gespannt, weil ich war da auch noch nie als Gast. Ich hatte das jetzt ein paar Jahre schleifen lassen, einmal wegen Covid und dann wegen der Kleinen. Aber deswegen freue ich mich auch, da mal endlich wieder was pitchen zu können. Was war denn so das Positivste, was ihr mitgenommen habt jetzt von dem Seriencamp? Gibt es irgendwas, wir haben viel über negative Sachen auch gesprochen. Das Gibt haben wir. es eine Aufbruchstimmung in irgendeinem Bereich?
und Satin. Es gab ja diese Panels hier, The Future of the European und sowas. Das klingt ja zumindest so, als ob es ein bisschen optimistisch auf jeden Fall in die Zukunft geblickt wird. Ja, dachte ich auch. Aber gerade dieses Future is European, da es geht eher um das, was das ZDF ja schon seit Jahren macht, eben kurz Co. zu produzieren einfach. Und zwar mit Geld und nicht mit Talent. Da gab es auch noch so ein anderes Projekt, das vorgestellt wurde. Das ist ein belgisches dystopisches Projekt, die in Belgien nicht genug Geld zusammenbekommen haben und dann zum SWR gegangen sind und zum WDR. Genau, der SWR und der WDR steckten da mit drin. Und die hatten irgendwie in Prag auf so einem Festival gepitcht. Und der SWR und der WDR kamen auf die zu und sagen, die interessieren sich dafür. Und die haben dann da eben auch mit Geld sich beteiligt. Also jetzt nicht mit Kreativität. Das war komplett diese belgische Firma, der Regisseur und Besitzer der Firma und die Autoren. Und dann hat auch der gute Interview auch die beiden öffentlich-rechtlichen Vertreter gefragt, warum denn das eigentlich immer so sein muss, dass man aus Deutschland nur das Geld bekommt und nicht auch, warum die Deutschen sich dieses Geld nicht selber in so ein großes Projekt investieren. Und dann gab es da eben nur ausweichende Antworten. Okay. Eine schöne Frage. Also das haben wir ja aber auch schon jetzt seit 10 Jahren mindestens. Das stimmt. Ist es Projekt Arcadia? Ist es das? Ja, genau, das war's. Arcadia. Ja. Über so ein Social ein Bonussystem, genau. Also eine Welt, die quasi nach Likes funktioniert, wie wir ja auch aus, ich glaube, das war die dritte oder vierte Staffel von Black Mirror. Ja, nee, das war auch ein sehr schöner, der Ausschnitt war auch gut. Und die haben sich jetzt auch nicht bemüht, da irgendwas Futuristisches hinzustellen, sondern haben die normalen Kulissen genommen und eben nur ein bisschen geupdatet. Aber wo wir bei futuristisch sind, hat Konstantin bestimmt noch was zu erzählen. Jetzt hast du den Witz versaut. Ja, das stimmt natürlich. Also. Wie viele, wie hieß das? Das Panel? Work in Progress. Work in Progress, genau. Da waren natürlich Produktionen, die meistens vom ZDF oder sowas waren. Das heißt, wo viel Geld drin steckt. Und dann ging es um Charité. Jetzt ohne zu googeln, wie viele Staffeln denkst du, gab es bis jetzt? Ja. Wie viel? Vier. Das ist ein Fan hier. Ich glaube, wir haben verloren. Ich habe keine einzige Folge gesehen. Gab es vier? Drei. Und das ist jetzt die vierte, oder? Ja, genau. Ja, genau. Und weißt du, wir wussten es auch nicht, wir haben es da in den 2 Minuten alles gelernt, welche Staffel gespielt hat, zu welcher Zeit? Nein, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das habe ich zumindest gehört. Dass die dass sie einen kleinen Zeitsprung machen jetzt in der neuen, ne? Richtig. Ja. Von vor dem Zweiten Weltkrieg in welches Jahr? 2049. 2049, ja, genau. War das nicht 54? Vielleicht auch 54. Ich hatte dir doch gesagt, das ist genau 2 Jahre Unterschied zum Minority Report. Also in der gleichen. Ach, da hast du mich, glaube ich, genau. Ja. Wie also springen immer quasi direkt in das Near Fiction oder Near Future Genre. Ja. Ja. Okay, hat denn einer von euch Charité verfolgt, die Serie gesehen? Nein. Nee, leider nicht. Ich habe die erste Folge, glaube ich, gesehen. Erste Staffel, erste Folge. Ja, und das war es, dann wusstest du es nichts für dich. Ja, wahrscheinlich. Also, nee, wahrscheinlich lag es daran. Nee, die Frage ist eher, wie entsteht sowas? Ich meine, es ist ja okay, 1800 und dann 1910 oder so. Genau, aber welches Zielpublikum wird denn angesprochen, das bis jetzt irgendwas Schönes aus einer Zeit vor zwischen Kriegen spielte, plötzlich in eine Science-Fiction-Welt zu schießen? Wie funktioniert das und wer genehmigt sowas? Also wenn wir das pitchen würden, würden wir doch rausfliegen. Ja, eventuell. Auf der anderen Seite, ZDF hat schon einige von diesen Sachen produziert. Das eine war doch von dem Erfinder von der Lindenstraße, die kommenden Tage, glaube ich, hieß das. Also die haben schon ein paar Sachen gemacht und auch öffentlich gesucht, die so in der quasi nahe Zukunft spielen. Ja klar, aber nicht in der gleichen Serie. Nein, das ist tatsächlich ein recht gewagtes Experiment, wobei man sagen kann, beides ist, es ist der Seespaß, auch hängt an der Ausstattung, ne? Ob wir jetzt einen Historiefilm oder ein Science-Fiction-Dingen, hat auch damit zu tun, dass eben die Welt, die gezeigt ist, anders ist als die du im Alltag erlebst. Deswegen gibt es da eine gewisse Überschneidung.
Vielleicht versuchen die auch, ein ganz neues Zielpublikum zu bekommen, weil ich habe zum allerersten Mal Interesse an Charité. Die erste Folge der neuen Staffel werde ich mir wahrscheinlich auch angucken. Okay, die generieren neue, verlieren dabei aber so und so viel Prozent von den alten. Und nicht alte Menschen, Eventuell, sondern alten eventuell. Fans. Es sei denn, sie kommen auf einen ganz cleveren Kniff, die Alten mitzunehmen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es so etwas gibt, wie es ja bei American Horror Story auch ist, dass im Hintergrund tatsächlich die einzelnen Staffeln doch vernetzt sind. Dass es Verwandtschaftsbeziehungen gibt. Und ob die jetzt zum Beispiel 2052, sagen wir, die Ururenkelin von dem Professor verfolgst, der eben 1903 die Chemoabteilung aufgebaut hat oder so etwas. Ne? Ja, Ob gut, du das auf diese Weise eher eine Familiengeschichte auch mit erzählst. klar, aber wäre das interessant fürs ZDF-Publikum? Das ist die Frage. Für Das mit American Horror Story ist ja wirklich ein breiteres Publikum. Ich glaube, es ist Ja, ARD, ja. aber ich sage Ach so, Aber Charité du ist guckst, ja, ARD, American okay. Horror Story aus anderen Gründen. Und ZDF und Familiengeschichten funktioniert schon sehr gut. Und solche, so eine Frage, also so etwas zu haben, also über Dynastien, die haben was über die Krupps gemacht, ne? Die haben was auch über viele fiktionale Familiendynastien gehabt, natürlich. Deswegen wäre das auf jeden Fall ein Ansatz, den ich mir zumindest vorstellen könnte. Okay, dann Aber pitche ich doch du glaubst, mal. Konstantin, du bist da ganz negativ. Du glaubst, dass es Nicht eine negativ. furchtbare Ich, Idee ist und die ich, alles nein, verlieren nein, werden, nein, was sie nein, nein, aufgebaut nein, haben? nein, gar nicht. Aber ich möchte gerne dieses Publikum kennenlernen, weil dann pitche ich mein Du Sequel musst zu die. Dr. Oetker, Space Pudding, wo es wirklich dann um Du musst die Puddingfirmen auf dem Redakteurin Mars. kennenlernen. Du musst die Ja, Frau genau. kennenlernen, die das gegreenlightet hat, weil die findet es anscheinend total toll. Man kann es irgendwie direkt Wahrscheinlich. 3000 bieten, wo der Tod direkt als Cyborg zurückkommt und mit einem Harry, der mittlerweile Harry holt 104 schon mal den ist. Gleiter. Nee, Ja. Harry Genau. ist eine Sein KI. Verbrechen auf der letzten Weltraumstation der Erde löst. Oder auch im Mars. Ich Ja. finde tatsächlich, also in gewisser Weise ist das, also deswegen will ich es gar nicht niedermachen. Nee, Es nee. klingt wie ein Nee. radikaler Schritt, aber Ja. ist es nicht auch das, was wir eigentlich uns wünschen? Aber Vielleicht ist das sogar der außerhalb der Preis. Ne? Serie. Vielleicht bist du gezwungen, wenn du Teil des Systems bist, dass du 3 Staffeln lang sozusagen Dienst nach Vorschrift und alles erwartbar machst. Und wenn du dann mit einer irren Idee kommst, dann rutscht die Redakteurin irgendwie auf dem Stuhl rum und sagt, okay, probier's. Ich glaube, es war einfach nur sehr überraschend, weil wir das nicht erwartet haben. Weil wir dachten, also Charité ist so eine historische Serie, in Ja. der anhand des besonderen Ortes der Charité die deutsche Geschichte neu verhandelt wird. Also Vielleicht mit einem medizinischen andersrum, Hintergrund so ein bisschen. damit ihr versteht, Aber was ich hier. meine. Meine Mutter würde wahrscheinlich die ersten 3 Staffeln gucken. Aber sobald sie fliegende Autos über Berlin sieht, würde sie nicht weitergucken, würde sie denken, was ist mit denen passiert? Ja, wahrscheinlich, ja. Also der Sprung ist schon groß. Ja. Es gab Ja. aber auch noch Wobei ich. eine zweite dystopische Serie, die sie da auch Mhm. vorgestellt haben. Und die, was sagen wir denn dazu? Wie hieß die Helgoland 513 oder sowas, ne? Das, wo sie in Hamburg Sachen geklaut haben, ne? Ganz Reste genau, gefunden. Ja, ja. genau. Ja. Irgendwas, ja, Ah ja, die haben sich Helgoland. hier gedreht übrigens, bei mir auf Eiswerda. Da gibt es hier so ein paar Studios und da war immer mal wieder, haben sie die Brücke gesperrt, weil sie da gedreht haben. Und genau, deswegen bin ich zumindest damit vertraut. Habt ihr davon gab es ein Panel oder gab es ein Viewing davon? Es gab auch so ein Work in Progress, so einen kleinen Slot, wo sie uns einen Ausschnitt diesmal gezeigt haben. Kein Trailer, sondern einen Ausschnitt. Und was haben wir denn da gesehen? Die Hamburger Philharmonie und da diesen Kanal, der da entlang geht. Also ich kenne mich da nicht so gut aus. Und dann eben so das übliche, so ein Raiding von irgendwelchen Lagern und jemand wird dabei erwischt. Genau. Okay, okay. Und mega diverse Cast. Es war so, als ob die Ja. Kamera langfährt und alle Häkchen abgehakt werden. Ob sie Okay. jetzt. Ach so, ja, stimmt. Ja, das Ja. war sehr auffällig, ja. Ja. Ja, Also so auf ist eine es. unangenehme Weise. Das ist so ein bisschen die Glaubwürdigkeit gebrochen hat. Ich weiß ja nicht, aber wie weit spielt das in der Zukunft? 10, 15 Jahre? Keine Ahnung. Ich Ich habe auch glaube nicht, keine dass Ahnung. Helgoland dann die ganze Welt plötzlich da gelebt hat. Ne? Es werden trotzdem, wie heißen sie alle, Ole und solche Ach so, Figuren. Bosse, Lasse. Lasse, genau. Und deswegen weiß ich nicht, was sie da genau Power haben. Es war, wie gesagt, nur eine Szene. Vielleicht ergibt sich das alles, wenn man das komplett guckt. Da gibt Ja, es irgendwie einen das Zugang kann zu gut dieser. sein, dass das aufgrund dieser Diversity-Bestimmungen sind. War es nicht so, entweder Schleswig-Holstein oder Hamburg, die Filmförderung, waren doch die ersten in Deutschland, die sich ebenfalls
selbst neue Regeln gegeben haben, dass du eine bestimmte Anzahl von, also dass du die Repräsentanz erhöhst von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, so ähnlich wie das die englische Filmförderung bereits vor 4, 5 Jahren gemacht hat. Das kann sehr gut sein, dass das sozusagen die Bedingung war, dass sie überhaupt finanziert wurden. Okay, kann gut sein, ja. Okay. Und abgesehen davon, wie sah es aus? Weil das klang jetzt so, als ob es eine Szene ist, die man schon häufig gesehen hat, jetzt zuletzt wahrscheinlich bei The Last of Us oder Walking Dead. Ja, also die öffentlich-rechtliche Version von The Last of Us, würde ich sagen. Ah, okay. Als ob das Soko 2040 wäre. Ja, das klingt so ein bisschen Helgoland 513, ne? Das ja. 5214. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Titel entstanden, weil es 513 Überlebende sind. Richtig, nicht Überlebende, sondern auf die Insel passen wohl nur 513 Leute. Und jeder, der eine besondere Fähigkeit hat, kann sich da irgendwie Zugang zu der Insel erhandeln, wenn sie jetzt zum Beispiel noch einen Zahnarzt brauchen oder irgendwas, irgendwie sowas. Und wenn man da eben eine besondere Fähigkeit hat, dann darf man da, glaube ich, hin. Und wenn nicht, dann nicht. Und wir haben dann, genau, wir saßen da, Dennis und ich, und dachten, also keine Drehbuchautoren. Keine Drehbuchautoren, die es gemacht haben, oder was? Nee, die da rauf dürfen. Die auf die Insel müssen. Das war's dann. Ah, okay, das meinst du. Okay. In Ordnung. Und dann sind wir gegangen. Das hat eine lange Geschichte. Ich glaube, Platon hat dann im Idealstaat, durften auch keine Künstler existieren, weil die nichts zur Gesellschaft beitragen. Es wirkte sehr öffentlich-rechtlich, sagt ihr. Ich glaube, ZDF ist der Produzent, richtig? Ich weiß es leider nicht. Genau. Da steht, glaube ich, Surreal Entertainment dahinter, wenn ich mich recht erinnere, richtig? Nee, also die haben, glaube ich, Oderbruch gemacht. Die haben Oderbruch mit Oderbruch, glaube ich, da. Richtig, warte mal. Surreal hat das andere gemacht, Slowborn. Slowborn ist, glaube ich, von Slowborn. Surreal. Genau, das stimmt, das ist ja auch die Insel. Und genau, weil es auch sehr ähnlich ist. Habt ihr Slowborn gesehen? Könnt ihr sagen, ob es sich unterscheidet oder ob es sehr parallel ist? Also ist, glaube ich, schon ein bisschen anders, weil Slowborn ja in der Gegenwart spielt und eben diesen Virus da zum Thema hat. Also die hatten da schon so Atemvorrichtungen, also irgendwelche Helme mit irgendwelchen Atemgeräten, die sie auf hatten. War das nicht? Genau. Ja, also irgendwie war die Luft wohl kontaminiert. Was ich aber noch interessant fand an diesem Work in Progress war die dritte Serie, die sie uns gezeigt haben. Weil ich habe da nämlich was Neues gelernt. Wisst ihr, was Instant Fiction ist? Vermutlich etwas, was aus dem, was direkt generiert wird, wie TikToks zum Beispiel? Nee, sondern es ist, glaube ich, so ein neuer Arbeitskreis bei den Öffentlich-Rechtlichen, die in denen Projekte, die wenig kosten, schnell gegreenlightet werden. Also das Projekt, das sie uns da gezeigt haben, war ein Projekt von Jan Bonny und Jan Eichfeld. Die haben ja eher so Filme und auch ein bisschen eher Arthouse-Bereich gemacht und haben jetzt, glaube ich, zum Schluss King of Stonks. War das Jan Bonny? Ja. Bin mir nicht ganz sicher. Gesagt, ja. Den haben sie gemacht mit der Bild- und Tonfabrik. Und die haben zusammen eben auch diesen Instant-Fiction-Beitrag gezeigt. Dass es handelt von so ein paar Reichsbürgern, die den deutschen Staat was wollen sie mit dem deutschen Staat machen? Genau. Oh. Abschaffen. Und es ist so ein Haufen, und eigentlich, was die da die ganze Zeit gemacht haben, war nur saufen und singen. Also es sah ein bisschen aus wie so eine Frank Castorf Theatervorstellung auf so einem Theaterschiff, und alle Leute haben sie irgendwie komisch angeguckt, und die waren sehr innig dabei, den Staat irgendwie umzuwerfen. Es war sehr lustig und sehr schräg. Okay, und war gut dementsprechend. Ja, sehr überraschend war es im Vergleich zu den anderen Sachen, die man so ein bisschen erwartet hat. Aber überraschender fand ich noch, dass wie schnell das Projekt vonstatten ging. Also sie haben den Pitch im Januar eingereicht und haben im März und April gedreht und sind schon fertig. Also gedreht haben sie, glaube ich, auch nur eine Woche. Krass. Deswegen Instant. Jetzt wieder Kaffee. Genau. Ja, ganz schnell. Ja, ich glaube, um irgendwie sehr zeitnah Sachen auf den Markt zu bringen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob da vielleicht diese Corona-Serie da mit den Anstoß gegeben hatte, da am Anfang, wo alle nur mit ihrer Webcam irgendwie gesprochen haben. Wie hieß denn das? Das hat der Lutz Heineken, glaube ich, gemacht.
Oh, gar nicht mitbekommen. Während okay, gab's ja... die? Ich weiß nicht. Die war schon früher. Ja, weiß ich auch das nicht genau. Ging auch sehr, aber... sehr schnell. Ich weiß nicht, ob es da. Und dazu gab es eben auf diesem Campus noch einen Workshop, den ich leider verpasst habe. Das hätte mich interessiert, was denn genau mit diesem Instant Fiction ist. Aber da wisst ihr auch nicht mehr. Okay. Nee, es erinnert mich aber sehr an eine, die letzte, glaube ich, Serie, die oder vorletzte, die Wolfgang Menge noch konzipiert hat. Die hieß Mein lieber Herr Gesangsverein und war auch so konzipiert, war, glaube ich, nicht so schnell hergestellt. Aber das spielte alles in einer Kneipe, wo sich ein Gesangsverein eben traf regelmäßig. Und zwischen den Liedern, deutsche Volkslieder, die da getrellert wurden, wurde dann eben über aktuelle politische Situationen debattiert. Und das war auch einer der Vorteile. Das war, glaube ich, innerhalb einer Woche immer produziert, dass die quasi wochenaktuell sein konnten. Das war ganz interessant. Und jetzt, das Comedy-Format scheint sich ja für diese Instant Fiction dann gut zu eignen. Zumindest da bewegt sich was. Das ist doch auch ganz interessant. Ja, fand ich auch. Das war. Haben Sie gesagt, wie teuer die Produktion war? Also wo ist, wie definieren die günstig? Ich glaube mit 6 Drehtagen. Ich glaube, das sagt dann auch schon irgendwie. Und wie viel Konstantin, weißt du, wie viele Folgen die da gemacht haben? Waren es 4 oder waren es sogar 6? 4 oder 6, das stimmt, irgendwo zwischen. Entweder stand da auf der Leinwand 4 bis 6 oder irgendwas dazwischen, genau. Ja. Und es war auch hier mit der Bibiana Begau in der Hauptrolle und noch so ein, zwei Gesichtern, die du schon oft gesehen hast. Also es waren schon, die hatten noch alle einen Heidenspaß beim Spielen. Also hast du richtig gesehen, das war wie so ein Theaterding. Das ist schön. Mir hat das Spaß gemacht. Ich bin da sehr gespannt. Das war so das Innovativste, was ich gesehen habe, interessanterweise. Ja. Am frischesten, genau. Weil es waren ja sehr, sehr viele dystopische und Virus und Endzeit. Natürlich gewinnt dann so eine Produktion von Jorgia, was ein bisschen positiv ist und nach vorne gehend und nicht immer dieses alles ist kaputt und alles ist scheiße. Und leider standen immer nur deutsche Pitcher da, die irgendwas Dystopisches und Endzeitmäßiges hatten und kicherten sogar, als sie sagten, ich habe auch was Dystopisches. Wann stoppen wir das endlich? Das ist interessant. Also da gab es eine, wie sagt man, ja, einen Trend, den ihr beobachtet habt, dass also die auch neue Konzepte, die vorgestellt wurden, hauptsächlich melancholisch bis negativ waren. Ja, auch die Themen, die nicht mit Dystopie zu tun hatten, hatten ja meistens mit Melancholie und wir sind alle gleich wert und wir sind alle toll zu tun. Aber nie wirklich, wie nennt sich das, nicht life affirming. Das fehlt irgendwie, das Amerikanische von wir können es schaffen und ist es gut und nicht wir können es schaffen und 15 davon sind jetzt umgekommen. Also ja. Mehr Lubitsch-Wagen, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Ja. Ja. Sag mal ein Beispiel, also was waren zum Beispiel Projekte, die so in diese Richtung gingen? Muss jetzt in welcher, Namen in welcher von sagen, allen? Aber die, bitte? In welcher jetzt von allen, von den beiden? Richtung? Beide, also die ihr negativ waren und dystopisch. Ja, die habe ich natürlich sofort auch verdrängt. Ausgeblendet. Meistens sind wir dann auch die Stufen hochgerannt, während sie das erzählt haben. Nein, also positiv fand ich das mit der Integrationsschule. Oh ja, der Deutschkurs, Integrationskurs. Genau. Das war ein super Pitch. Weil es wirkte wie Community, tollen Serien. Nicht sowas wie, wir belehren euch jetzt und ihr könnt was dazulernen bei der Serie, sondern es ist einfach nur Fun, aber sind alles Themen von heute, die richtig gut verpackt sind. Und die Präsentation war auch super, genau. Über diesen Integrationskurs, den jeder irgendwie belegen muss, wenn er hier herkommt, leben will. Ja. Komplett durch den Wind ist. Genau, als das habe ich, glaube ich, auch abfotografiert. Da könnte ich auch mal gucken, ob ich das in den Shownotes reintun kann. Nee, das war gut. Was mich am meisten irgendwie verstört hat, ist, nicht verstört, sondern was so für mich so ein Downer war tatsächlich, dass es jetzt auch eine Serie mit 4 Filmen gibt zu Zeitverbrechen, diesem Podcast. Ja, warum war das ein Downer für dich? Weil der Zusammenhang einfach so, also es werden einfach 4 Fälle werden verfilmt. Also wir hatten es ja beim Schirach ja auch schon ein bisschen bei diesen Verfilmungen, aber 4 reale True-Crime-Fälle werden verfilmt von 4 Regisseuren.
auf ihre eigene Art und Weise. Und das war so eine Mischung aus diesem True-Crime-Überfluss, unter dem wir da leiden, und diesem IP-Überfluss, an dem wir leiden, und aber alles irgendwie so mit zusammen. Dachte, oh, ja. Da muss man aber wirklich viele Abstriche machen, um das irgendwie gut zu finden. Also ich meine es gar nicht inhaltlich oder so, ich meine nur so konzeptionell, dass man aus dem Zeitverbrechen-Podcast eine Serie macht. Das ist, auf Paramount Plus kommt es nebenbei, glaube ich. Ja, die produzieren ja, echt gerade viel Deutsches. Ne? Das Originellste. Im Grunde genommen ist es ja auch diese True-Crime-Podcasts sind ja auch nur die Adaption von Fernsehdokumentationen über Verbrechen, sei es, wie heißt es hier, Aktenzeichen XY ungelöst. So kommt es jetzt da wieder zurück. Es bringt jetzt sich da nichts Neues rein. Aber wie du sagst, der Grund ist, die hat wahrscheinlich ganz gute Klickzahlen und deswegen lässt sich das gut vertreten in den Redaktionskonferenzen. Ja. Was Neues wird da wahrscheinlich auch nicht rauskommen. Du hast recht, bei von Schirach haben sich auch drauf gestürzt und es gab, glaube ich, dann 2 oder 3 Serien und 3 Filme oder so etwas. Ja. Wobei ich, glaube ich, auch nur die erste Serie gesehen habe und die Filme habe ich mir dann geschenkt, weil die auch größtenteils waren so Gerichtsfilme, ne? Ach so, das war was anderes, glaube ich. Das war, da hat der Schirach, ein Roman von Schirach war das. Der Fall, nicht Collinis Geige. Ah, nee, Corellis Geige, Collini, sowas, genau. Mandoline. Ach so, Corellis Mandoline war das. Entschuldigung. Genau. Ja, das stimmt. Das ist ein gutes Beispiel. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt bei Helgoland 513. Ist auch eine, wird als Near-Future-Dramaserie beschrieben und von Robert Schwentke, der in der Funktion als Showrunner, Headwriter und Regisseur hat also und Poster-Creator an sich gerissen. Bitte? Alles gemacht. Das Poster als macht Creator auch. Ist die Produzentin. Veronika Priefer. Genau, die war da, genau. Genau, genau. Also auch da keine echten Autoren im Team. Ja. Ich meine, das soll ja, was wir hier sagen, auch nicht negativ klingen. Es ist super, dass diese ganzen Autoren überhaupt an Projekte kommen, um die wirklich bis zum Schluss zu begleiten. Es ist immer nur, dass es immer aus der gleichen Schublade klingt. Es geht nicht darum, dass wir das jetzt so runterreden wollen, sondern es ist schade, dass es nicht irgendwie noch mehr Schubladen gibt. So. Ja, ganz es genau. Ist vor allem schade, dass es keine Möglichkeit gibt für Autoren aus dieser Schublade für anderer Leute Ideen zu arbeiten, eine eigene Idee zu verwirklichen. Ne? Also dass dieser Sprung vom Autoren zum Showrunner respektive Executive Producer nicht funktioniert. So werden eben alle Menschen, die das Unglück haben, Autoren zu sein, unterhalb der Position der Entscheidung gehalten. Und das ist tatsächlich sehr traurig. Ja, da gibt es kein hierarchisches System, dass du dich hocharbeiten kannst. Aber das geht ja in den USA jetzt auch flöten, habe ich mitgekriegt, im Zug dieser Streiks. Tatsächlich? Inwieweit? Dass dieses klassische System, dass du dich hocharbeiten kannst in den Writers' Rooms von einem zum anderen, dass das irgendwie, weil die Writers' Rooms jetzt alle nur noch temporär besetzt werden und das nicht so ein Jahresarbeit, so eine Arbeit ist, die du ein ganzes Jahr machst, sondern immer eben nur so kurze Abschnitte ist, dass du immer wieder von neuem anfangen musst. Schrecklich. Ja, das ist irgendwie. Und das hat der Streik jetzt ausgelöst, dass das noch schlimmer wird, oder wie? Nee, das ist so ein Mitgrund für den Streik. Ah, okay. Durch die Streamer dieses normale System eben zerschossen wurde. Dass sie da, okay, ja, das heißt, der Streik ist Teil, ist auch mit einem Grund dafür, weil sie das abfangen wollen. Ganz genau. Weil es gibt diese große Mittelschicht an Autoren, die mit ihrer Arbeit leben können in den USA, die gibt es langsam nicht mehr. Es gibt eben nur noch oben und es gibt eben nur noch prekäre Arbeit. Ja, wie bei uns. Ja. Ja, okay. Ach so, eine Genreveranstaltung gab es auch noch, stimmt. Ah ja. Ja, klassische Genreveranstaltung, mehr Genrewagen. Stimmt. Genau. Da war Benjamin Munz auch mit ihr. Ja, das, genau. Glaub ich, da drauf. How to Write Fantastically. Wie war das? Habt ihr das angehört? Das war der kleine Bude, wo wir nicht reingekommen sind, weil es so voll war. Ah, okay. Weil es so voll war. Also Interesse bestand auf jeden Fall. Ja, die Bude war klein. Ja. Ah ja, okay. Es bestand auch Interesse, nee. Nee, der Benjamin, der ist ja auch immer sehr wortgewandt und impulsiv. Da hören die Leute sehr gerne zu und da wollten sie natürlich nur mehr hören, was er dazu zu sagen hat. Und es stimmt, ja, okay. Interessant, was, was,
Also es war so inhaltlich, das kennen wir ja auch schon von den letzten Jahren, so mehr Genrewagen in Deutschland geht es nicht. Aber was der Benjamin Mons gesagt hat, ist, er hatte erhofft, dass er mit seinem Erfolg Bright auf Night. Netflix jetzt die Türen Ja. offen sind, Oh, ne? das hat mich Und dann geschockt, hatte, ja. ja, und dann hat er gesagt, die Türen sind komischerweise plötzlich noch verschlossener als vorher für ihn. Er Ja. versteht das nicht. Ja. Er hatte Aha, das gedacht, ist so, ich habe heftig. es euch bewiesen, ich kann einen kommerziell erfolgreichen Film machen, einen Genrefilm. Wie sieht's aus? Und ihm gehen wohl die Ansprechpartner flöten. Das hat er gesagt. Den Grund hat er nicht genau erklärt, oder? Doch, hat er gesagt, weil die jetzt Angst haben, sie müssten etwas machen, was sie gar nicht können, also lassen die Tür zu. Sowas wie, wir müssen uns ja Ach so. umstellen und so ticken, wie moderne Leute ticken, und das wollen wir nicht. Also machen wir gar nichts mehr mit sowas. Das ist ja das Schlimmste, was du auslösen kannst. Also bei den Leuten, die noch was zu sagen haben. Vielleicht ändert sich das dann und dann können die Türen wieder aufgehen, aber nicht so wie es gerade ist. Ja, Und das natürlich. ist Ja, wenn du schockierend, Leute, ja. ich meine, das ist ja auch der Fall, wenn du irgendwie 50 Jahre lang keinen Genre machst, sondern dich konzentrierst auf Drama und auf Krimi, dann hast du natürlich auch nur Leute, die rangezüchtet, die sich mit Drama und mit Krimi auskennen. Und dass die dann davon überfordert sind, ist verständlich. Auf der anderen Seite eben auch sehr, sehr traurig. Deswegen müsste da tatsächlich ein frischer Wind rein, aber von wo sollte der kommen? Die Hochschulen sind hier ganz genauso. Ja, und die Leute, die Frauen, die den Redakteursposten besetzen, kommen ja auch meistens eher aus dem Fach Politologie oder Journalismus. Die kennen sich jetzt auch nicht unbedingt mit Fantasy aus. Ja. Aber positiv erwähnen muss ich, die haben da auch noch so eine neue Serie gezeigt im Zug von diesem Panel. ZDF Neo war das und es ist so eine Young Adult Serie. Aber das ist eine Grusel oder sogar eine Horrorserie? Konstantin, was würdest du sagen? Eigentlich Die fast eine Ausschnitte Horrorserie. sahen Ja. Horror aus. Ich bin echt gespannt, wie das was für eine Uhrzeit das läuft, vor allem bei Neo. Genau, das war sehr, sehr deutlich. Ja. Also man hat sehr viel gesehen und es war auch technisch sehr gut gemacht. Also das war wirklich vorherzeigbar, muss ich wirklich Gut. sagen. Es war jetzt nicht so, Wie dass du denkst, hieß die ah, Serie? die. Ah. Ja, wie hieß die Serie? Jedenfalls war das ein Ex-Kommilitone, ne, von Benjamin. Der war Ja, auch das in stimmt, die der. kannten sich irgendwo von der Uni. Aber der Benjamin hatte nichts zu tun. Nee, Nichts zu nee, nee, tun. nee. Was wir fürchten, ist der Arbeitstitel. Daniel Rübesam ist der Director. Ja. Genau. Und Creator, glaube ich. Headwriter ist Ricarda Ah. Schemann. Stimmt, die saß ja auch auf dem Panel. Natürlich. Und interessanterweise gab es da auch diesen Amerikaner, George Gottl heißt der, und der hat so einen Impulsvortrag gehalten, in dem er dafür plädiert, die Genres, sich von den Genres zu verabschieden, weil die junge Ja. Zuschauerschaft heutzutage keine Genres mehr braucht, um sich abzugrenzen, sondern die wollen alles gleichzeitig haben. Und hat Aha. irgendwie immer Wednesday als Beispiel benutzt, dass da gruselige Sachen sind, dass da lustige Sachen sind, dass da Und Krimi ist ja auch eine Mordgeschichte. Memeable-Zeug mit dabei Ja. ist, dass man sich mit dieser Wednesday, dass den Goth-Look irgendwie nochmal neu belebt hat in Ja. der Jugend und solche Sachen. Und der hat irgendwie so das Gegenteil davon gesagt, was die anderen gesagt haben. Mehr Genre, der hatte gesagt, eigentlich ist Genre überholt. Eigentlich müsste irgendwie die Leute heute, die müssen sich nicht irgendwie sagen, okay, ich gucke jetzt einen gruseligen Film, ich gucke jetzt einen lustigen Film. Die würden gerne alles gleichzeitig haben. Das fand Oder ich interessant. nicht Ob er drüber recht hat, weiß ich nachdenken. nicht. Genau. Genau, weil ich habe ja viel mit meinen Jugendworkshops immer mit 15, 16, 17-Jährigen. Die sprechen gar nicht so. Die sprechen nicht, als ob sie jetzt speziell einen Horrorfilm oder einen Animationsfilm, sondern die sprechen über die Geschichte, die sie gesehen haben, die Figuren, die sie erlebt haben oder welche von den Figuren sie am liebsten wären und nicht, weil es so eine Art Film ist. Und das ist genau, was er gesagt hat. Das finde ich sehr spannend. Ja. Mhm, Nur jetzt ist die Frage, wenn trotzdem aber 50 plus Leute entscheiden, ob du mit deiner tollen Geschichte, die wirklich 15-Jährige ansprechen würde, das ablehnen, weil sie damit nicht klarkommen, ist man in der gleichen Sackgasse. ja. Ja. Ja, Waren wir ja auch also schon mit Genre-Offenheit. Genre die letzten Jahre. Genau. Ja, genau. Ich meine, es hat natürlich schon was zu tun. Also was für
letztendlich ist es ja, wenn du im Genre erzählst, dann hast du natürlich auch immer Drama dabei. Ne? Jede Interaktion zwischen Charakteren ist ein Drama. Star Wars ist ein Familiendrama. Ja, Drama ist alles, das griechische Wort von... Star Trek ist eine Workplace, ja. Ein Workplace-Drama. Aber du kannst eben andere Arten von Geschichten erzählen, andere Arten von Bildern zeigen auch. Deswegen macht es ist nicht so, als ob Genre oder nicht Genre keinen Unterschied machte. Du könntest hier Charité ist ein gutes Beispiel. Ich bin deswegen gespannt darauf, was für neue Arten von Geschichten sie fähig sind zu kreieren aus der Änderung der Zeit und des Umfelds. Ne? Deswegen weiß ich nicht genau, das im Grunde spricht er sich für Genre-Mixes aus, ne? Dieser Mensch ja. mit Wednesday. Ja. Aber du könntest, wenn du die Wednesday, also nur die Story nimmst und die versetzt in ein, keine Ahnung, schleswig-holsteinisches Dorf und einfach alle übernatürlichen Elemente rausnimmst, ne, über eine junge Frau, die an das ehemalige Internat ihrer Eltern kommt und einen Mord aufklärt. Ich weiß nicht, ob du den gleichen Erfolg hättest. Ah. Ja, so klar, natürlich haben die da auch eine IP mit der Addams Family. Auch nicht vergessen. Wobei sie die sehr stiefmütterlich behandeln. Ne? Also ja, das hat auch das nur wissen sehr die jungen Leute auch nicht. Die kennen genau. Die Addams Family nicht. Genau. Nee. Ja. Das ist für uns genau. Onkels. Ja, die haben da was eigentlich ganz Eigenes geschaffen. Wobei, ich habe auch nur, glaube ich, 2 oder 3 Folgen gesehen. Uns hat es nicht so gereizt tatsächlich. Aber ich find's immer schön, wenn irgendein Genre Stoff Erfolg hat, auch wenn sie die IP stiefmütterlich behandeln. Meine Töchter fanden super. Ich habe es mehrmals geguckt. Ja. Mehrmals? Das ist wahrscheinlich auch genau die Zielgruppe. Fandest du es gut? Ganz genau. Ich habe nicht mitgeguckt. Ah, okay. Also ich habe ein bisschen mitgeguckt, ja, aber ich bin nicht, ich habe so mit Tim Burton so ein bisschen ein Problem. Aber das war Tim Burton light. Also Wednesday ist wirklich, als ob jemand gesagt hat, lass uns mal im Look von Tim Burton was machen. Und er hat gesagt, okay, macht mal. So wirkte das für mich. Dann holt uns Danny Elfman für das Titelthema. Nee, die ist gut. Ich weiß nicht, 8 oder 10 Episoden. Die hätte die Hälfte davon und es wäre besser gewesen, weil es zieht sich dann irgendwann. Aber genau das ist es ja, was den Jugendlichen gefällt. Weil diese ganzen Internatgeschichten und dieses ganze die Bitch von der anderen Gruppe und der Typ, den ich gut finde, das sind ja Themen, die wirklich, ich höre das ja nur in meinen Workshops, bis wir endlich mal anfangen, was zu machen. Das sind genau die Themen, wo ich die mal aufnehmen müsste und dann hätte ich schon eine ganze Serie mit den Themen. Und dann so ein bisschen Genre drüber sprenkeln und dann hat man Stranger Things oder auch das, was du, wie hieß es nochmal, das von ZDF Neo, was uns Angst macht? Was wir fürchten. Was wir fürchten. Ja. Das ist im Endeffekt genau was Stefan gerade beschrieben hat, wenn man Wednesday das und das wegnimmt, ist es dann die Serie. Ja. Aber die sieht da wenigstens interessant aus. Das wird kein Ding von, was soll das, sondern spannend, dass es sowas von ZDF Neo gibt. Das stimmt. Ist ja auch so ein bisschen bei Yellow Jackets so, dieses Ding ist so Young Adult und dann ist es aber auch gruselig und dann ist es aber auch hier Love Stories zwischen den einzelnen Protagonisten und wie du sagst, Schule oder was die alle noch miteinander haben. Habt ihr das geguckt, Yellow Jackets? Nee, noch nicht. Nein. Ach so, okay. Ist nur auf meiner Watchlist, wie Dutzend andere Sachen. Ja. Und dann sehe ich immer das Posterchen und denke so, oh, bald. Vielleicht auch nicht. Mhm. Also die zweite Staffel habe ich auch noch nicht geguckt, aber dann die erste Staffel. Ja. Mhm. Lohnt es sich? Es ist glaube ich, eine Dramaserie über das Flugzeugabsturz oder was war das? Genau, die stürzen im Wald ab und es spielt eben auf 2 Zeitebenen. Du erfährst, was davor passiert ist und du erfährst, was im Wald passiert und das wird dann immer gegengeschnitten. Natürlich mit viel Suspense, wird ein bisschen vorgegriffen, du weißt, wer drauf geht und dann willst du rauswinden, warum der drauf geht und wie sich das dahin entwickelt. Und gleichzeitig und am Schluss... es gibt eine dritte Ebene sogar, und zwar, die ist ja viel wichtiger, was nach diesem Absturz, als die wieder in der Zivilisation gelandet sind, 20 Jahre später, wie es denen da geht. 20 Jahre später, wann spielt denn die Haupthandlung? Oder 10 Jahre später, jedenfalls. Juliette Lewis spielt dann eins von diesen Mädchen von früher und, und sowas, genau. Um mal kurz in die Serienhistorie zu gehen, ist Lost wirklich die erste Serie gewesen, die das benutzt hat, dieses auf mehreren Ebenen weiterzuerzählen, zurückspringen, nach vorne springen, seitlich springen? Oder gab es vorher noch was? Ich komme auf kein Beispiel, was vor Lost existierte. Serienbereich. Noch ein bisschen genau. Zurückspringen, vorspringen. Ja, also so, dass wir haben sagst, den Absturz. Woher die kamen und genau. Was im Flugzeug war und was da war.
Genau, und später hat ja Lost noch diesen Side-Jump gemacht und auch nach vorne Jump. Also die haben ja in jede Richtung gesprungen. Aber gab es vorher oder ist Lost wirklich die erste, die das durchgezogen hat? Also ich kenne Serien, die auf verschiedenen Ebenen gespielt haben. Das ist jetzt ein bisschen was anderes. Also es gibt so 3 oder 4 Realitätsebenen. Nee, das ist was anderes. Nee. Nur damit du nicht. Nee, dann weiß ich es nicht. Dann fällt es mir nicht genau ein. Aber hier, was es gibt, ist natürlich Filme. Von Alain René gibt es einen Film, der heißt Je t'aime, je t'aime, aus dem Ende der 60er. Und der springt die ganze Zeit. Das ist man schon, im Fernsehen. Ja. Dass man die Leute daran gewöhnt, eben weil auch Desperate Housewives, was ein Jahr später kam, benutzte schon diese Technologie mit dem Technik, um Geschichten schnell gebündelt, im Endeffekt was Family Guy macht. Ne? Die erzählen was und dann springen wir zurück und erleben etwas, was kurz vorher oder vielleicht gar nicht passiert ist. Und das ist irgendwie alles Mitte der 2000er losgegangen. Ich gucke ja Serien, seitdem ich denken kann, aber außer mir ist einer entgangen. Ich glaube, Lost ist wirklich der Start für sowas wie Yellow Jackets im Endeffekt. Ja, das und kann da, sein. Dark deswegen, auch, oder? Ist Dark sehr so? Teuer ist, ne? Also deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich in den 80ern oder sowas gemacht worden wäre oder in den 90ern. Das ist tatsächlich, und ich glaube, Lost hatte ja auch den teuersten Piloten bis zu diesem Zeitpunkt zumindest. Deswegen macht das schon Sinn, dass es die da extrem sind. Das ist, was ich noch fragen wollte. Ihr habt jetzt da auch die Sachen angeguckt. Ist dieser Trend zur frauenfixierten Fiktion, bleibt der erhalten? Weil viele von den Sachen, die ich gesehen habe, sind ja sehr auf entweder weibliche Protagonisten oder auch typische weibliche Genre abgeschnitten. Was wir jetzt hier hatten, also Was wir fürchten, hat auch ein Mutter-Tochter-Team im Zentrum. Genau. Ich weiß nicht, wie es bei Helgoland ist. Netflix ist ja vor kurzem rausgekommen mit ihren Zahlen, waren sehr stolz darauf, dass sie, glaube ich, 57% ihrer Serien sind mit weiblichen Hauptfiguren. Hattet ihr auch den Eindruck, dass es auf jeden Fall anhält? Ja. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Ja, genau. Und dann ist das schon mal gut, wenn es ja nicht mal mehr auffällt. Ja. Ich glaube schon, ja, genau. Es ist divers, es ist viele Frauen in Hauptrollen und aber auch an Autoren und Regisseurinnen. Also da wird viel, da passiert noch viel. Doch, doch. Ich muss jetzt hier ein bisschen blättern, aber... Also von den Serien abends habe ich wenig gesehen. Ich war nur auf der Conference. Ich war nicht abends auf dem Festival. Also ich weiß jetzt nicht, was da genau kommt. Also ich kann jetzt nur von diesen... Von den Produktionen, die ihr gesehen habt, ausschnittsweise oder auch komplett, war da für euch das Spannendste? Gab es da irgendwas, was sehr inspirierend war oder auch absolut furchtbar? Oh, habt ihr den Greif gesehen? Der Greif war da auch in dem Panel vertreten. Nee, aber ich wollte jetzt abschließend in die Richtung gehen, dass du uns was zum Greif erzählst, bevor jetzt das Zoom ausgeht. Weil ich habe noch nichts gesehen. Okay. Hat Dennis was gesehen? Nee, ich habe auch noch nichts gesehen. Okay, wir sind gespannt. Ja. Ganz kurz, kann man sich auf jeden Fall angucken. Also es ist sehr schön gemacht, super gecastet. Hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, die Storyline tritt ziemlich lang auf der Stelle, aber ich weiß nicht, ob das an dem Material lag. Ein paar Entscheidungen fand ich ein bisschen komisch, aber es gibt auch ein paar super Genreszenen, die ich tatsächlich so im deutschen Fernsehen nie gesehen habe. Vieles hinten raus, also am Ende der letzten Folge. Da gibt es einige tolle Szenen und Momente, aber es ist wirklich gut gemacht, schön gefilmt und es ist kein deutsches Stranger Things. Also es ist anders, es fühlt sich anders an, es ist vielmehr Coming of Age und meiner Ansicht nach hatten sie eine Riesenchance auch vertan, aber darüber sollten wir nochmal gesondert sprechen. Ich weiß nicht, ob es die Schuld von Holbein ist, weil Holbein, was ich von ihm gelesen habe, ist ebenfalls gute Grundidee, aber so der letzte Kniff fehlt. Und das, was Stephen King tatsächlich macht, das Letzte aus dem Stoff rausholen, da habe ich mal das Gefühl, das hätte noch ein bisschen mehr Entwicklungszeit gebraucht. Aber es ist auf jeden Fall schön und ein Sprung in die richtige Richtung. Deswegen wünsche ich dem auch richtig viel Erfolg. Den sie wohl auch haben, was ich so lese. Also so eine der erfolgreichsten nicht-amerikanischen Produktionen auf Amazon und so weiter. Cool, ich habe das noch gar nicht gelesen. Ja, also. Was auch wiederum zeigt, ne, dass das ein gewisser Hunger da ist und dass dafür ein Markt existiert, ob jetzt nur in Deutschland oder insgesamt, aber da etwas Besonderes aufzustellen und das tun sie auf jeden Fall. Also es ist eben keine bloße Kopie von etwas anderem, sondern es ist originär.
Und das ist schön und macht Hoffnung. Ja, was für ein schönes Abschlusswort für heute. Genau, super. Und ich gucke mir mal die Nostradamus-Geschichte an, was ja auch ja, sehr genau, cool genau, klingt. Ja, genau, genau. Unbedingt. Ja, ich danke super. Euch beiden für den Input. Dennis für die ganzen Erklärungen, die ich irgendwie verpasst habe oder gedacht habe, wo gibt's was zu trinken hier. Und Stefan, viel Erfolg beim Pitch und berichte dann, wie das so ja, war. Ja, das werden wir tun. Genau. Alles klar. Danke euch und bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.